Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wir befinden uns heute hier an einem relativ schrecklichen Ort. Hier starten wir heute bei den ehemaligen Kasernen. Hier erwarten wir auch nicht viel zu finden, deswegen werden wir uns hier nur rudimentär aufhalten. Insgesamt kann man aber sagen, hat das KZ halt eine extrem traurige Geschichte. Man spricht von 250 bis 270.000 Häftlingen innerhalb der ganzen nationalsozialistischen Zeit. Und davon sagt man 50 bis 60.000, die da hier auf verschiedenste Weise gestorben sind. Teilweise natürlich an Krankheit, Unterernährung, Überarbeitung, weil da, wo wir auch hauptsächlich heute hinwollen, was wir euch dann zeigen, ist der Steinbruch, wo die Leute wirklich ja, unter grausamsten und schlimmsten Bedingungen dann Steine abgebaut haben. Und bei so viel Leid besteht zumindest die Möglichkeit, dass eventuell Phänomene hier auftreten. Deswegen wollen wir heute einfach mal schauen, ob wir hier was aufzeichnen können. Und wir müssen auch hier ein bisschen Ruhe und Pietät walten lassen. Nicht nur, weil der Verein das wünscht, sondern natürlich auch in Gedenken an den schlimmen Sachen, die hier passiert sind. Weshalb wir auf laute Geräte verzichten werden. Also die Ghostbox zum Beispiel wird heute definitiv nicht zum Einsatz kommen. Und ja, ansonsten zeigen wir euch halt die zwei Außengelände, die ich gerade benannt habe. Und mit Fokus auf den Steinbruch schauen wir mal, ob wir dann etwas finden können. Und das ist quasi einfach eine Untersuchung auf gut Glück, aufgrund der Theorie zu testen, ob so viel Energie dann eventuell hier irgendwas gespeichert ist. Wie gesagt, mal gucken, ob wir was finden. Aber wir werden jetzt hier keine riesengroßen Aufbauten machen können. Allein schon, weil das dann die anderen Besucher hier eventuell stören würde. Und ja, das gehört sich dann auch nicht, dass wir jetzt einfach riesige Sachen aufbauen und dann rumschreien und Sachen laut verkünden. Genau. Also hier bei den Kasernen ist in der Nähe eine Straße. Die werdet also auch mal ein paar vorbeifahrende Autos hören. Genau. Der Steinbruch, der ist, ja, ich sag mal in die Richtung, ungefähr 100, 150 Meter Luftlinie, 50 ein bisschen mehr und auch tiefer gelegen. Da werden wir höchstwahrscheinlich Ruhe haben. Aber hier werde ich halt ab und an mal ein Auto vorbeifahren hören. Also nicht wundern, wenn da irgendwas im Hintergrund brummt. Genau. Wir haben am Anfang gerade schon ein bisschen länger gewartet, aber da fuhr immer ein Auto durch. So, ich mache mal kurz für euch einen Überblick über das Gelände. Da ist der Jan, der ist ganz eifrig am Vorbereiten schon, während ich hier filme. Da seht ihr das Kaserngebäude. Gibt vorne noch weitere andere, der Hinweisschild dazu und davon ist noch ein kleines Mauerrestchen, da gehen wir zuerst mal hin und dann machen wir einen Schwenk zum Jan. Man muss sich auch mal vorstellen, wie krass das gewesen sein muss, wie viele Leute hier interniert waren und wie schlimm das alles war. Sieht man noch den Grundriss. Hier ist die Treppe, wo man dann reinkam. Und da nochmal das kleine Gebäude. Ansonsten ist hier halt relativ weites Areal. Geh nochmal kurz zum Schild. Es gibt hier ab und an paar schöne Aufsteller mit Fotos, wie es damals aussah. Ich glaube aber bei dem hier, zumindest hier, keins abgebildet. Ja doch, so ungefähr. Ja, wie gesagt, das kann man heute so in der Form nicht mehr sehen. Eventuell war das die Mauer davon. Vielleicht hat die aber auch hier hinten gestanden. Aber vom Anblick könnte es gewesen sein, dass die Gebäude hier gestanden haben dann natürlich. Und das ist halt noch. Ihr seht den Rest übrig, den wir dann aber auch aus Sicherheitsgründen schon ein bisschen Gipsbeton, schätze ich mal, abgedeckt hat. Ja, wir fangen jetzt an. Der Jan hat gerade das Hum kalibriert. Das heißt, er hat es gewedelt.
damit es möglichst schnell die Luftfeuchte und Temperatur misst. In der anderen Hand hat er das K2 und zum Monitoring werden wir dann auch noch ein Audioaufnahmegerät hinlegen. Wir werden jetzt allerdings relativ leise sprechen, um die Ruhe hier zu wahren und werden auch nicht wirklich direkt Fragen stellen. Und einfach nur schauen oder besser gesagt hören. Unten im Steinbruch können wir dann uns ein bisschen, ich sag mal, anders verhalten. Aber hier ist noch ein bisschen mehr Pietät gefragt. So. Ja, wir haben jetzt 55% Luftfeuchte und 20,3 Grad. Gibt es eine Tendenz steigend, sinkend? Ändert sich irgendwie? Oder ist es stabil? Ist stabil, okay. So. Mal gucken. Man sieht hier am Rand noch mit dem Bordstein die Befriedung, in Anführungszeichen. Und er sieht auch, ist tiefer gelegt, hier geht eine Treppe runter. Und alles, was hier so weiß ist, ist natürlich nachträglich dazugekommen, zur Sicherung höchstwahrscheinlich. Und auch die Geländer werden nicht original sein. Das ist alles nur zur Absicherung, damit Besucher hier sich natürlich nicht irgendwie verletzen oder so. Allerdings, wenn man erstmal die Treppe runter geht, von oben sieht das viel flacher aus. Hier sind wir wirklich Mann hoch. Auch interessant, schaut mal. Obwohl das eine Kaserne war, ist hier vergitterter Bereich und da führt es hinten auch noch ins Dunkel. Dann ist aber da auch relativ schnell zu. Der Mensch lebt notwendig in einer Begegnung mit anderen Menschen und ihm wird mit dieser Begegnung in einer je verschiedenen Form eine Verantwortung für den anderen Menschen auferlegt. Dr. Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer, Theologe, Widerstandskämpfer, geboren 1906 in Breslau, ermordet am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg, Entschuldigung, und unten dann noch auf Englisch. Was haben wir hier? In einem Kellerarrest, der sich hier in den SS-Kasernen befand, verbrachte er evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer gemeinsam mit ehemaligen General Friedrich von Ravenau und Hauptmann Ludwig Gehre Anfang 1945 die letzten Wochen seines Lebens. Sie waren wegen ihrer Teilnahme an der Verschwörung gegen Hitler, die zum Attentat am 20. Juli 1944 führte, verhaftet und nach Buchenwald gebracht worden. Am 9. April 1945 wurden sie im KZ Flossenbürg ermordet, ihre Leiche verbrannt und die Spuren verwischt. Die Mauer ist auch definitiv neu gemacht worden. Vielleicht war früher hier auch mal eine zur Abtrennung. Aber man sieht eindeutig, dass die anders ist als die andere. Ist auch die Frage, warum hat man hier Schotter reingeschüttet? Weiß ich nicht, vielleicht irgendwie als... Vielleicht war der Boden noch so kaputt, aber dann hätte es anders aufgefüllt. Ja, weiß ich nicht. Es ist fast schon so... gilt schon so fast so wie eine künstliche Aufarbeitung, würde ich sagen, oder eine künstlerische, besser gesagt. Dass man das alles geschliffen hat auf drei verschiedene Höhen, dann eventuell jetzt hier das reingekippt hat, um das von mehreren Etagen begehbar zu machen, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Nee, das werden wir auch nicht rausfinden. Das werden nur die wissen, die es gemacht haben. Werden wir mal gucken. Okay, hier so. Hier liegt neben unser Aufnahmegerät, schon mal zur Dokumentation. Ich zeige euch in der Zeit hier mal die kleinen Gänge. Tja, wofür der schmale Gang auch mal war. Da sind ja auch nur einige Grundrisse und ich muss auch sagen, irgendwie, das sind wahrscheinlich auch nur ein paar, ja, sagen wir fast echte, und der Rest wird wahrscheinlich nachgebildet sein. Das sieht mir alles viel zu frisch aus. Ja, das ist natürlich nachgebessert. Da ist sehr viel nachgebessert. Die haben wahrscheinlich es einfach nur geraced. Also, ne? Die Grundmauern. Ach so, hier geht es nur ganz flach runter. Reduziert. Ja, was ist, ich weiß schon, hier sieht man auch in der Wand eine Anomalie, wie als wenn da mal ein Fenster gewesen wäre. Oder da hat der Maurer sich vertan, auch möglich. Hier war ein altes Rohr. Zumindest eine alte Klemme, genau.
Wahrscheinlich für irgendwie Kabelschächte oder halt Rohre. Ne? Ja, hier brauchen wir theoretisch gar nicht lang gehen, weil das wäre dann oberhalb des Gebäudes, oder? Ah, komm, wir gehen trotzdem mal ein Stück, wenn wir schon hier sind. Ah, das sieht aus wie ein Stück, was wirklich von dem Gebäude... Ja, das sieht noch ganz anders aus. Man hat links nur gegipst, damit es nicht auseinanderbricht. Genau, so. Sehr warm da drin. Können wir mal einen kleinen Pizzaofen ausmachen. Da sieht man auch hier, wo es rausgebrochen ist, das war mal der alte Stein. Alter, waren das Duschen mit einem Quadratmeter, nicht mal einem Quadratmeter, einem halben Quadratmeter? Das sind auf jeden Fall Rohre im Boden, also Öffnungen. Weißt du, was das war? Kackhäuschen? Nee. Waschbecken? Ich schätze mal, das waren Waschbecken, die nebeneinander waren, ja. Für Waschbecken geht's noch. Warum dann so eine Vertiefung? Das sieht aus wie ein Siphon. Richtig, damit das Wasser abfließt. Da war wahrscheinlich, hier könnten eventuell so Einkleideräume oder so Waschräume für die Offiziere oder für die Wachmänner. Ja, dann stehen wir noch viel zu hoch. Ja, wahrscheinlich war das deutlich tiefer gewesen. Ja, wenn man das so nimmt. Ja, wenn ihr mal schaut, so ein Ding, da passt mein Fuß maximal zweimal rein. Wahrscheinlich hat dann jeder seinen Dings da, nebeneinander. 8 Leute, vielleicht sogar mehr. Ich weiß ja nicht, wie lang das war. Und ja, siehst du hier, da, Abfluss. Ja, dass es Abflüsse sind, das war klar. Ja. Hier war auch noch mal etwas. Das war wahrscheinlich die Wasserzufuhr. Ich schätze mal, hier irgendwo gegenüber, aber jetzt nicht mehr sichtbar, aber bestimmt auch Toiletten oder so. Ja, das kann auch sein, ja. Also, dass es hier allgemein so eine Art, ich sag mal, Waschraum, Bad stehen. Oder würde auch mit zwei Rohren Sinn ergeben. Ja. So, wir befinden uns jetzt, wie ihr hier an dem Schild sehen könnt, am Steinbruch. Da war auch, wie wir wirklich hin wollten. Hier haben die Leute halt dann an den Wänden Stein abgebaut. Ich zeige euch das mal kurz. Einen Rundumblick. Das Gebiet unten, nehmen wir mal das Tal. Das ist der Steinbruch. Nebenbei, da hinten ist auch eine wunderschöne Landschaft. Die gehört natürlich nicht mehr zum Steinbruch.
Und ihr seht von oben bereits, das sind noch, sagen wir, Geröllreste von Stein. Da hinten weiß ich jetzt nicht genau, ob das noch ein altes Teilgebäude vielleicht ist. Und man kann es von hier oben eigentlich kaum sehen. Aber da hinten seht ihr doch den Nadelbaum, ich glaube, das ist eine Kiefer. Und links seht ihr noch Mauerreste. Und da gibt es ein paar Vertiefungen. Und das ist so gewesen, da wurde auch eine Dokumentation drüber gemacht. Man hat hier insgesamt 8 Stollen vermutet. Ich glaube, 2 sind theoretisch unter mir. 4 in der linken Wand und 2 in der Wand gegenüber, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und für 6 Stück hat man insgesamt dann die Grabungsgenehmigung erhalten. Hat die Stollen dann tatsächlich auch gefunden, aber dahin war nichts Besonderes drin. Wir tun halt natürlich nicht danach graben. Aber hier haben halt die Häftlinge unter schwersten und härtesten Bedingungen gearbeitet. Und es gab natürlich hier viele Unfälle, viel Krankheit, viel Tod, viel Leid. Und wir schauen mal, ob wir hier in dem alten Steinbruch irgendwas finden können. Von da oben ist mir gerade runtergekommen, da wo ich die Anmoderation gemacht habe, ist quasi hinter dem kahlen Baum, den ihr seht. Hier führt der Weg dann runter. Ich zeige euch schon mal ein bisschen das Gelände. Der Jan bereitet in der Zeit schon mal alles vor, was wir später brauchen für Monitoring und Messgeräte. Der stößt dann gleich zu uns und misst hier. Wir werden das so ein bisschen kartieren wie eine Landvermessung, dass wir linienweise alles abgehen. Was ich noch dabei habe, das könnt ihr allerdings nur ganz schwer erkennen, weil der Lichteinfall durch die krasse Sonne hier so schlecht ist, ist das IR-Thermometer. Und ihr seht es vielleicht jetzt nicht, aber ich kann hier auch mit der selber Videos aufnehmen. Und falls ich tatsächlich eine thermische Anomalie sehen würde, dann seht ihr die zwar nicht auf der Kamera, deswegen werde ich auch nicht reinhalten, aber ich sehe die und kann die dann aufnehmen. Aber ihr seht selbst, hier im Steinbruch ist es, wie man es erwarten kann, echt heiß. Also hier an den heißesten Stellen, mal gucken, das müsste hier ungefähr sein. Wow, Jan, 35 Grad. Du fühlst dich also an. Ihr müsst euch das hier mal vorstellen. Wir wollen jetzt hier nicht jammern, aber wir stehen hier 35 Grad. Es ist so halbwegs bewölkt, so leicht. Es kommt aber nur ein kleines Wölkchen. Aber wir haben halt entsprechend Sonnencreme. Wir sind gut abgedeckt. Gut, wir stehen in Schwarz da. Die haben früher aber bei 35 Grad hier richtig schwere Arbeiten gemacht. Also die haben hier aus diesen Wänden Steine rausgekloppt, die man später dann verarbeitet hat. Der ganze Steinbruch hier. Deswegen heißt es auch Steinbruch. Und auch alles unter den Bedingungen, nur im Gegensatz zu uns waren sie halt nicht geschützt mit Sonnencreme. Sie haben schwere Arbeiten gemacht, sie haben Unterernährung gehabt, Krankheiten, sie sind hier garantiert reihenweise weggebrochen. Entschuldigung, das klingt jetzt wirklich hart und das ist auch wirklich hart. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Also wir braten hier schon wie in so einer kleinen Wok innerhalb dieses Steinbruchs. Der ist so aufgebaut, die staut sich die Hitze gut und das ist für uns schon hier ein bisschen anstrengend. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die war. Was ihr da nebenbei gerade seht, dieser, ich nenne das jetzt mal Erdrutsch, das sieht so nach einer typischen Stelle aus, wo einer der Stollen wahrscheinlich drunter war, weil, logische Erklärung, wenn der natürlich in sich zusammenbricht, unterhalb, rutscht natürlich Erde irgendwo nach. Das können natürlich auch ganz normale Erosionen sein, aber da die hier nirgendwo anders ist und die Vegetation mehr oder weniger gleich ist, sehr gut möglich, dass das hier eine der Stellen ist. Wie gesagt, ich gucke mit der Thermalkamera immer ein bisschen rum, ob ich irgendwo eine thermische Anomalie sehe. Und falls doch, werde ich mit dem Gerät selbst die Aufnahmen machen. So, ich führe euch jetzt mal ein bisschen rum. Machen wir gleich erstmal einen wunderschönen Rundumblick. Da sieht man noch ein paar kleine Steinreste.
Schauen wir uns gleich mal näher an. Ja, hier. So, und da seht ihr schon ein paar Steinreste. Frage ist natürlich, was ist das? Sind die aus dem Felsen gehauen? Sind es Überreste vom alten Gebäude? Ich würde mal sagen, so wie die stehen, wahrscheinlich wirklich Steinreste. Vielleicht sind es wirklich so Rohklumpen, die hier wirklich noch abgebaut wurden und jetzt hier liegen. Da unten sieht man auch weiter, dass hier noch ein paar Steine liegen. Verschiedene Sorten. Es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, so ein großes Areal zu überwachen. Klar haben wir Kameras, die eine gute Brennweite haben, eine gute Reichweite auch und die viel aufnehmen können. Allerdings ist es natürlich, gerade bei so hohem Gestrüpp, auch schwer für unsere Messgeräte, dass wir die dann im Blick haben. Wir müssen uns genau überlegen, wie wir den Aufbau machen. Und so wie das hier aussieht, das soll, glaube ich, ja auch die Wand sein, wo uns am Vierstollen waren. Und von der Erosion her könnte hier durchaus auch einer drunter gewesen sein. Der ist allerdings wieder zugeschüttet worden, das wissen wir. Oder die wurden alle zugeschüttet. Deswegen wird es auch schwer, selbst mit Thermalkamera die zu finden. Man sieht auch, dass es hier relativ trocken ist. Hauptvegetation sind hier verschiedene Poazen, also Süßgräser, die auch typisch für trockene Regionen sind. An sich aber auch ein Naturidyll. Und nicht wundern, wenn ich ab mal anhalte, das ist der Moment, wo ich einfach mit dem Thermal umgehe. Hier seht ihr es nochmal, aber ihr seht halt darauf nichts. Um zu schauen, ob ich vielleicht irgendwann eine thermische Anomalie entdecken kann. Auch hübsch. Also hier summt es überall. Wie gesagt, eine riesige Artenvielfalt. Hier zum Beispiel ist auffällig, vielleicht erkennen wir es ja ein bisschen auf der Thermalkamera, dass da eine etwas kältere Stelle ist. Definitiv nicht paranormal. Aber gut möglich, dass hier auch mal ein Eingang war. Das sieht allerdings nicht zugeschüttet aus. Das sieht eher so aus, wie als wäre das eine alte Abbaustelle gewesen. Man sieht zwar keine scharfen Kanten von Werkzeugen, aber durchaus möglich, gut bei den Einsteinen und schon, aber bei den oberen nicht, aber gut aus möglich, dass halt durch die ständige Erosion das dann halt auch irgendwann abgestumpft war. Warum ist auch noch so ein kleines Metallstück? Wer weiß, was da mal war. Hier auf der Thermalkamera habe ich einen heißen Punkt. Aber ganz klar, das ist Metall. Auch wenn es verrostet ist, es mitten in der Sonne liegt. Und ja, das ist natürlich extremst heiß. Das hitzt sich auf wie verrückt. Da hinten hat man ein bisschen Schatten. Gehen wir aber erstmal zu unserem Metallkonstrukt hier. Oh nein, der Jan läuft nicht in einem Hoodie hier rum, weil es so wunderschön warm ist und er gerne schwitzt, sondern damit wir uns ein bisschen vor der Sonne schützen und auch vor diversen Tierstichen und Bissen. Ja, man sieht,
Hier ist eine Art Grundriss noch. Da waren Gebäude, da waren Stahlträte drin, die es befestigt haben. Schwer zu sagen, was die rostigen Gegenstände alles waren. Gut, das da war eindeutig irgendein Fass. Ich weiß auch nicht, ob es in die alte Zeit reingehört oder ob hier jemand nur illegal Müll entsorgt hat. Wie gesagt, schwer zu erkennen, was das ist. Einzelne Bleche, teilweise gebogen, teilweise verschraubt. Auch ein Rohr ist dabei, mindestens eins. Das sieht aus wie eine... Könnte das der Greifer von einem Bagger gewesen sein? Eine Lore ist definitiv nicht, dafür fehlen entsprechende Führungen. Das hier ist eine Lore. Die passt auch super in die alte Zeit rein. Hier auch. Oder eine Draisine, schwer zu sagen. Ist ein relativ kleines Gebäude, aber anscheinend war das so eine Art Stellhäuschen für Material, Fahrzeuge etc. Nur was das war, weiß ich hier nicht in der Mitte. Eine Baggerschaufel. Da ist links auf jeden Fall was zum Befestigen, aber ich habe keine Ahnung. Sieht ja aus wie eine Leiter, eine Mini-Leiter. Eine Lore ist es nicht. Das könnte vom Waggon sein, weißt du? Oh, das könnte auf der Lore aufgesetzt worden sein. Stimmt, ja. Das könnte passen. Als Aufsatz für die Lore. Da ist nämlich auch so eine kleine Treppe. Ja. Da wird das passen, dass du dann da hochklettern konntest und reingucken. Wahrscheinlich, stimmt. Das würden dann die Rohloren sein, nenne ich es mal. Ja, das und das ist ein Aufsatz. Genau wirklich die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das, wo halt das Gestein reinkommt und so. Wir können ja auch mal schauen, wie heiß das Metall hier aktuell ist. Na, wollt ihr mal raten, wie heiß ist das Metall hier in der prallen Sonne bei einer normalen Luft von 25 bis 28 Grad? So, ich sehe. Kleine Auflösung mit der Thermalkamera, auch wenn ihr es nicht seht, sie zeigt 52 Grad Celsius an, ungefähr 51,9. Aber auch hier der Boden, da vor allem wo der weiße Stein ist, da haben wir auch über 40 Grad, also wir stehen hier quasi in einem 40 Grad plus heißen Kessel die ganze Zeit. Oh, seht ihr das? Da ist eine Art Senke, eine Vertiefung. Ich nähere mich mal vorsichtig. Eigentlich haben die Stollen, oder sind die Stollen nur in den Wänden rein verlaufen. Ja, hier wachsen auch, wie ihr seht, ganz andere Pflanzen. Das ist zum Beispiel Brombeere, Ahorn, was auch Sinn ergibt. Immerhin liegt das tiefer, es ist also tendenziell feuchter und auch kühler. Ich weiß aber, was das früher war. Vielleicht eine Art Abfallgrube auch. Ich glaube jetzt nicht, dass einer der Stollen tatsächlich hier drunter verlaufen ist. Ich laufe nebenbei keinen bestimmten Weg. Ich versuche euch einfach mal so alles zu zeigen. Was natürlich schwer ist bei einer glatten Landschaft. Und hier stehe ich gerade gern, weil es im Schatten ist. Wow, schaut mal da. Wow. Noch nie gesehen. Wow. Entschuldigung, hier ging es ein bisschen tiefer, aber als erwartet. So, machen wir noch einen Schwenk. So, konnte ich hier wieder nicht keine thermale Anomalie finden. Ja, das ist halt auch ein bisschen her. Das Gebiet hat sich stark verändert. Allerdings sind hier auch halt nicht gerade die besten Speichermedien. Wir laufen hier auf dem Erdboden. Natürlich hat er ein paar Mineralien und ist in der Lage, Energie und damit gegebenenfalls Emotionen zu speichern und Spuk zu triggern. Zumindest nach der Energiethese. Aber es ist halt natürlich krass unwahrscheinlich, weil hier nichts ist, was wirklich gut als Energiespeicher fungieren könnte. Mal von rostigem Metall abgesehen. Hier führte man alle Weg lang. Sieht noch die Reste. Hier
wahrscheinlich eine kleine Befestigung in Absperrung. So, du darfst vorgehen. Ja. So, wir schauen nochmal. Der Jan misst jetzt natürlich. Überhitzt? Glaube ich nicht. Nee. Sollte eigentlich nicht bei einem Messgerät, das bis zu 150 Grad geht. Ab in den Ofen. Dann. Ja, das könnte kaputt gehen dann bei 200 Grad oder so. Es gibt aber auch ja Spezialthermometer, die können ja auch krasse Temperaturen messen. Ja, also ein Spezialthermometer ist ja das Thermometer, was man in den Backofen steckt, um die Innentemperatur des Fleisches zum Beispiel. Ne? Genau. Der fingert aber auch an den rohen Rost rum, ne, mit der Hand. Halte ich jetzt auch nicht für so clever, oder? Würde ich machen. Also hier ist kein Ausschlag. Nee. Sind jetzt einfach Richtung Gesteinsformation. Ich würde sagen, wollen wir nicht einfach so den Weg folgen? Wie du willst. Ist halt der Weg des geringsten Widerstands. Da, du Elektriker, du. Schön, wenn die jetzt reden, dann habe ich auch alles auf Audio. Dann sollten wir vielleicht. Ne, es gibt keinen anderen Weg dahin. Ja, den richtigen Weg gibt es hier sowieso nicht. Ja, ein bisschen Trampelfahrt, okay, ja. Ich möchte halt nicht durch die Zeckenwiese. Ja, was haben wir für eine Wahl? Ja, den Weg nehmen. Also den Trampelfahrt nehmen. Oder zum Teil. So, jetzt bitte links. Ja, also besser wird's nicht. Ich muss nur aufpassen, dass ich auf jeden Fall die Leute nicht drauf habe. Aber zur Not schneide ich es raus, falls ich doch mal aus den Schwenk mache. Das ist ja jetzt kein Untertage-Ding hier. Das ist ja theoretisch einfach nur abgetragen von oben. Ist ja ein Steinbruch. Genau, das ist ein Tagebau, wenn du so willst. Tagebau wollte ich entschuldigen. Das war das. Obwohl man Tagebau bei Steinen ja nicht verwendet. Da sagt man echt Steinbruch. Man sagt ja Tagebau nur, wenn man trotzdem Erz abbaut. Das ist auch komisch, ne? Ja. Wenn man so möchte, hast du natürlich recht. Na, man bricht halt Steine raus. Ja, nee, der Begriff ist ja gut. Ist nur komisch halt. Tagebau. Erzbruch klingt auch blöd, hätte man aber auch sagen können. Ja, aber das ist halt wahrscheinlich wegen Abbau. So, hast du was? Nee, ne? Nö, ich halt nicht. Nee, K2, mein Freund. Ratter. K2, meine ich. Nee. So, soll ich da jetzt runter und einmal kurz abdings? Würde ich vorschlagen. Die standen ja irgendwo da. Brauchst du aber nicht unbedingt. Weil die sind ja auch hier lang gelaufen. Pass auf, wir machen das am besten hier einmal. Ja, der fährt doch nicht hier rein. Denkst du, der fährt mitten durch den Wald? Alter, das klingt echt so, als wenn ich gleich hier rauskomme. Ja, der fährt hier gleich durch. Das kann echt sein. Aber da, ey, das ist trotzdem eine Pietätsstätte. Ja, denn hab ich jetzt auf dem Film, ne? Hauptsache Scheiße, nicht, dass wir durch unser Zeug fahren. Steht jetzt voll im Weg? Ja, ne? Die Bänder schon nicht durchfahren. Das Zeug ist da vorne. Ja, ich hätte das eigentlich jetzt rechts abbiegen. Das ist aber nicht okay. Nee, das ist asozial. Also was wir machen, ist ja noch okay. Das kann man drüber diskutieren. Kannst du gerne sagen, beziehungsweise kannst du gerne, kann man das auch. Also das ist... Okay, die wissen es vielleicht nicht besser. Das ist wirklich, also wir machen ja wenigstens, wir sind ja noch mit Respekt hier dabei. Die wissen es wahrscheinlich nicht besser. Das muss ich mir jetzt sagen, sonst komme ich ja nicht klar. Okay, so, ja, jetzt das habe ich gemessen, da genau. War ich gerade drin. Hast du mir aufgenommen, als ich da reinkomme? Hab ich. Okay. Wollen wir zu den Metallteilen gehen? Ja, also hier ist nicht wirklich was los. Obwohl man ja hier eigentlich senken würde,
da ist ja viel Stein. Ne? Ja. Die ist ja quasi. Ich muss halt immer gucken, weil da kommen neue Leute, nicht dass so Zeug ist. Ist ja quasi Energiespeicher viel. Wenn man daneben ist, das. Obwohl, ne? Man hat das halt auch viel wieder abgebaut. Ja. Ne? Das ist halt. Wer weiß, wo die Steine sind. Genau. Wahrscheinlich irgendwo bei der Autobahn als Schotterasphalt. Ja, da gehen wir jetzt einmal zu dem Rostirost. Rostirost, ja. Da machen wir gleich dann hier, ne? Was? Da die Kamera dann da drauf. Ja, dann, ja, ja. Ja. Au! Da sind Mistviecher. Pass auf dich auf, mein Freund. Hm. Was ist Hals, in den Hals gestochen gerade? Alter! Hier, genau da. Na, hier weg? Ich kann dich betrösten, man sieht's nicht. Allerdings, hier sieht man was, das sieht aber aus wie ein Pickel. Kann auch sein. Aber das war gerade ein richtiger Ich hab's gehört, genau. Gefühlt. Boah, wow. Oh, war so mein Ohr, dankeschön. Wir halten uns übrigens daran, hier nichts anzufassen. Ja, nicht wie andere? Ja, ich meine, wenn man da mal was auf dem, ne, auf dem Stein setzt. Es ist ja nur ein Messgerät. Außerdem ist es ja nicht fest verbunden. Genau. Es ist nicht so, dass wir da Schraub reingehen, ne, Mann? Ich werde mal einmal ganz... Boah, Mistviecher. Das ist wie ein altes Sägeblatt, ne? Ja. Nur was das war, ich habe keine Ahnung. Das könnte so angeraut gewesen sein. Vielleicht war das tatsächlich eine Steinmaschine zum Klatschneiden. Steinsäge. Ja, hier kamen die Loren an, wo die Steine wurden hergebracht, in die Loren, und da wurden die vielleicht verarbeitet. Wie eine Verladerampe. Man fragt sich dann, wohin halt, ne? Was ich mir gedacht hätte, ist das vielleicht einfach nur so ein, sag ich jetzt mal, so ein Haltgeber, dass du irgendwas da drauf zum Einrasten. Du meinst, es ist kein Säge, sondern Rast. Richtig. Zum Einrasten, kann genau auch sein. Das. Könnte sein, dass es ja vorher mal so solche abgerundeten Zacken oben waren, wo man was einrasten kann. Ist auf jeden Fall auch zu stumpf zum Sägen. Genau. Also das war auf jeden Fall keine Säge, weil es war halt stationär. Was bringt dir eine Säge, die stationär ist, ne? Ja, du brauchst nur einen Teil, der belegt. Entweder die Säge oder das, was du bewegst. Es gibt ja auch Sägeblätter, ja, die fest sind, und dann bewegt sich dann so wie ein Rüttelsieb. Das ist richtig. Aber trotzdem wird das hier nicht sein. Erstens das und zweitens kannst du damit keinen Stein sägen. Ja gut, wie in dem Zustand dann sowieso nicht. Ja, weiter geht auch nicht. Das ist wie so eine Grube hier, da kannst du nicht weiter rein. Nee, nee. Hier ist einer so eine alte Fahrradbrusthose. Ja, die ist definitiv nicht original. Versuch das mal so sporadisch einmal zu. Weil da reinhüpfen will ich jetzt nicht. Nee, sollst du auch nicht. Hier kannst du einmal. Aufbau, wir haben hier ein Paralight. Bei der Kamera da drüben ein Paralight. Das muss ich vorstellen, wenn ich die Leute nicht drauf habe. Da hinten seht ihr die andere Kamera am Baum. Von hier nicht sichtbar ist da noch ein Paralight und da ein Paralight, das sieht aber die andere Kamera.
Und damit herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Nun, ihr habt es ja selbst schon im Video gesehen. Es hat zwar eine sehr traurige Geschichte, dieses KZ, genau genommen auch der Steinbruch hauptsächlich, wo wir waren, ein bisschen ja die Kasernen. Aber wir konnten nicht wirklich irgendwas Paranormales dokumentieren. Ein Paralight hatten wir, das einmal kurz ausgeschlagen ist. Das haben wir auch nur auf dem Autorecorder, weil die Kamera, die in die Richtung gefilmt hat, die Datei war unbrauchbar. Warum, kann ich nicht genau sagen. Durchaus möglich, dass die Hitze einfach zu stark war und sie einen Schaden abbekommen hat. Die Kamera selbst funktionierte noch. Wir sind ja schon auf anderen Touren danach noch gewesen. Aber vielleicht war es an dem Tag einfach zu heiß. Aber wie gesagt, wir haben bloß das eine Paralight, haben also höchstwahrscheinlich nicht viel verpasst. Und ich denke, es lässt sich ganz gut sagen, dass zumindest am Tag, es ist ja immer nur eine Stichprobe, jede Untersuchung, wir jetzt aktuell einen Parascore von logischerweise ein Paralight 1 haben. Das ist kleiner als 5 und damit ist das laut unserer Wertung eher Zufall und kein Phänomen an sich. Deswegen können wir sagen, aktuell zumindest, es spukt nicht. Wir überlegen, ob wir nochmal dahin gehen, ob vielleicht in der Nacht mehr los ist. Spricht manche Sachen dafür, manche dagegen. Dafür spricht halt natürlich, dass allgemein nachts meistens mehr los ist. Dagegen spricht aber oftmals die Tatsache, dass am Tag natürlich die Arbeiten stattfanden. Das heißt, bei einem unintelligenten Spuk dürfte man nachts weniger Aktivität erwarten und am Tag mehr und bei einem intelligenten umgekehrt. Das können wir jetzt so nicht sagen. Wir haben nur das, was wir jetzt haben und das ist halt bis auf das Paralight nichts. Und ich hoffe trotzdem, es war ganz interessant, mit den alten Archivfotos auch noch zu sehen, wie das mal früher aussah, wie es jetzt aussah. Jetzt ist das ein wirklich schöner, idyllischer Ort. Paradies für Naturliebhaber. Aber wenn man es nicht besser wüsste, würde man auch gar nicht wissen, welche Geschichte dahinter steckt. Und deswegen ist es auch schön, dass der Verein sich darum kümmert und den Leuten das ein bisschen ins Gedächtnis ruft, mit Schildern so informiert und alles. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Denkt dran, ihr könnt uns immer supporten, da freuen wir uns sehr. Abos sind eine tolle Sache, Likes helfen uns natürlich auch wirklich weiter. Gerne auch Kommentare, diejenigen, die öfter schreiben oder lesen, wissen. Ich tue eigentlich jeden Kommentar lesen und beantworten. Bin für Anregungen, Kritik, Fragen immer gern offen. Und ja, das ist so das Wichtigste. Gut, mit den Worten schließe ich, sage, macht's nicht gut. Macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Touren, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.